Für mich ist über der Röbi noch klar geworden, dass du dann kannst sterben, wenn du das Gefühl hast, hättest du ein gutes Leben gehabt. Das ist der Christian Lapphardt. Er und seine Frau Heidi Schmid haben einen berührenden Dokumentarfilm gemacht, der das Sterben von einem Menschen zeigt, der offensichtlich intensiv gelebt hat. Ein Röbi widmet Demut. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast redet man über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elina Ibello. In dieser Folge rede ich mit dem Regiepaar Christian Lapphardt und Heidi Schmid über ihren neuen Film «Röbi geht». Mit 76 kommt der Röbi die Diagnose Lungenkrebs über und entscheidet sich gegen eine kurative Therapie. Das würde ihm zu viel Lebensqualität nehmen für nur ein bisschen ein längeres Leben, findet er. Und das findet auch seine Frau. So machen sich die beiden dran, den letzten Lebensabschnitt vom Röbi zu gestalten. Der letzte Abschnitt von einem Leben, wo der Röbi gern mit seiner Familie und seinen Freunden verbracht hat und den er auch in Dienst gestellt hat von Menschen, die Unterstützung brauchen. Viele, viele Jahre haben er und seine Frau Heidi Demut im Sonnenbogen zu Zürich gearbeitet, einer Institution zum Wohnen und Arbeiten für Menschen mit einer Suchterkrankung, für Randständige, damals vor allem für Obdachlose. Der Röbi war zuerst Pflegefachmann und hat sich schon früh im Leben Gedanken gemacht, wie man mit sterbenden Menschen in den Institutionen umgeht. Im Sonnenbogen dann hat er selber viele Menschen bis in den Tod begleitet. Der Christian Lapphardt und Heidi Schmid begleiten also den Röbi und seine Frau Heidi im Kinofilm «Röbi geht», der im Mai Premiere feiert. Die Begleitung hat rund 7 Monate gedauert. Dann ist der Röbi gestorben. Der Christian Lapphardt ist in der Schweiz kein Unbekannter. Mit Filmen wie der über Giovanni Segantini, «Magie des Lichts» oder «Appassionata» oder auch «Passion zwischen Revolte und Resignation» hat er schon Erfolg gefeiert und Schlagzeilen gemacht. Heute ist der Christian 70. Vor 24 Jahren hat er angefangen, Film zu machen. Und vorher war er Lehrer, Landwirt, Hausmann und Vater. Seine Frau, Heidi Schmid, ist auch 70 und steht seit 4 Jahren hinter der Kamera. Auch sie war vorher sehr aktiv als Lehrerin, Landwirtin und Mutter. Was die Arbeit am Film «Röbi geht» mit diesen beiden gemacht hat, auch mit ihnen als Paar, und wie sie sich mit dem Tod auseinandersetzen, hörst du in diesem Gespräch. Liebe Heidi, willkommen lieber Christian. Schön, dass ihr da mit mir im letzten Stündchen über Sterben redet. Ja, ebenfalls. Ja, freut mich. Dankeschön. Ihr habt gerade eine recht intensive Zeit hinter euch. Ihr habt einen Film gemacht über das Sterben. Ihr habt jemanden begleitet in diesem Film. Und jetzt ist dann gleich die Premiere von diesem Doc-Film mit dem Titel «Röbi geht». Wie geht es euch jetzt gerade so? Also jetzt bin ich erleichtert, dass ich weiss, jetzt muss ich am Film nicht mehr arbeiten, ändern und so. Jetzt ist er eigentlich auf dem Weg. Aber ich bin natürlich immer noch sehr gespannt, wie er dann ankommt im breiten Publikum. Ich meine, das ist immer so eine Geschichte, oder? Du bist jahrelang, also in dem Film jetzt nicht unbedingt Jahre, aber monatelang dran. Und irgendwann ist er einfach fertig, so wie ein Kind. Wo dann in die Welt rausgeht. Und jetzt muss der Film sich irgendwie bewähren. Und wir können nicht mehr viel machen. Wir können höchstens schauen, dass die Leute ein bisschen kommen schauen. Aber sonst, der Film ist gemacht, er ist fertig. Du musst gewissermaßen loslassen. Ja, ganz genau. Wie sterben? Schon ein bisschen, oder? Ja, klar. Vielleicht könnte jemand von euch ganz kurz den Film beschreiben. Um was geht es genau? Also, der Film zeigt die letzten 6 Monate vom Röbi. Er hat eine Diagnose bekommen, Lungenkrebs, und zwar ein Krebs, der wirklich sehr ein böser Krebs ist. Und die Ärzte haben ihm ein paar Monate gegeben, bis zu einem halben Jahr. Und auch Chemo oder irgendwie Operation hat nicht sehr viel gebracht. Dass quasi sein Leben durch das verlängert worden wäre.
Und wir sind dann einfach von dem Moment an, wo er seine Diagnosen bekommen hat, sind wir rund 6 Monate regelmäßig zu ihm, etwa 70 Mal. Der hat ganz nah bei uns gewohnt. Und wir haben dann spontan gehen und sind dort vorbei und haben versucht, die letzten 6 Monate von seinem Leben filmisch einzufangen. Es ist eine sehr intime Begleitung, wenn man den Film schaut. Ich finde, es ist auch sehr poetisch rausgekommen, nicht zuletzt wegen der vielen Gedichte und Texte von Röbi selber, die er geschrieben hat, die Platz findet, aber auch wegen der Bilder. Die Nähe, wo da spürbar wird in dieser Begleitung. Wie ist die jetzt angekommen? Also das Erste war, dass der Röbi meinen Mann angerufen hat und erzählt hat, dass er jetzt eben nicht mehr lange wird leben. Und er war so beeindruckt gewesen auf die Art, wie er das gesagt hat, mit dieser Gelassenheit, dass er als Filmemacher auf die Idee gekommen ist, will, glaub, da einen Film drüber machen. Und für mich ist das ziemlich... Zuerst bin ich mit ziemlich grosser Skepsis an dem gewesen. Nein, ich will nicht meine Kamera auf einen sterbenden Mann heben. Das geht nicht. Also ich habe ziemlich viel Distanz gehabt. Und er, wie er ist, er bohrt dann und findet, ja mal, das wäre doch gut. Und so, er läutet mal an, diese zwei, Röbi und Heidi, seine Frau. Und dann haben wir abgemacht, dass wir zu vierten zusammensitzen. Und ich immer das Gefühl hatte, ja, nein, ich glaube, die wollen das dann vielleicht auch nicht, oder? Und dann sind wir da gewesen. Und dann, wir beiden Frauen sind beide zurückhaltend gewesen. Und die beiden Männer haben dann irgendwann gemerkt, ja, das wäre doch noch etwas. Und der Röbi ist halt eine Person, die wirklich charismatisch ist. Er hat in seinem Leben so viel Zeug gemacht, wo ich im Nachhinein dann gemerkt habe, was da alles, da hergeführt hat, dass er jetzt so kann mit dem Tod umgehen, dass ich das Gefühl kann, ja, es geht jetzt nicht einfach um das Sterben, sondern es geht darum, was hat er für eine Geschichte, dass er so kann sterben. Und das hat mich dann auch gewundert gemacht. Und so sind wir dann dazu gekommen. Und hat dir vielleicht weniger das Gefühl gegeben, dass du jetzt eben deine Kamera hebst auf jemanden, der eigentlich am Sterben ist, das ist ein intimer Moment, das ist ein verletzlicher Moment, sondern dass das wie mehr ein Blick ist auf das Leben und auf die Stärken, auf die Ressourcen, die zu dem führen, dass er jetzt so kann sterben, wie er stirbt. Ganz genau, das ist für mich ganz wichtig. Und da habe ich auch meinen Mann immer wieder ein bisschen bearbeiten müssen, dass er zum Beispiel im Spital hat, haben wir auch mal gefilmt, wie sie ins Spital gehen. Also nicht Gespräche, aber einfach den Weg und so. Und das habe ich alles gerne auslassen. Also für mich ist sein Leben und Umgang mit dem Tod, das ganze Leben durch oder in der Erwachsenenzeit, ist für mich so reich gewesen, dass ich das Gefühl habe, das ist das, warum der, über das muss der Film sein. Mhm. Ja, und wir sind natürlich eben, wir sind das Vierte gewesen, eigentlich eine Art wie ein Team, der Röbi und seine Frau und Heidi und ich. Das hat man immer wieder gespürt. Wir sind eigentlich eine Art wie ein Vierer-Team. Aber was wichtig war, wir haben sehr nah beim Röbi gewohnt. Wir haben können kurzfristig einfach gehen, wenn es irgendetwas gegeben hat. Der Röbi hat oft vielleicht eine Stunde, zwei mögen. Und das könntest du in einer normalen Filmproduktion gar nicht machen. Weil du musst ja immer zum Voraus schon irgendwie den Kameramann oder Frau buchen und so weiter. Also es ist eigentlich ein ganzes intimes Projekt gewesen, wo nur in dem Setting überhaupt möglich gewesen ist. Und es ist auch wichtig gewesen, Heidi hat gespürt, also der Röbi ist wirklich eine Persönlichkeit, die auch weitum bekannt ist durch seine Arbeit, die 37 Jahre mit Randständigen arbeiten. Und auch Heidi hat ja mit denen gearbeitet, also das ist ein Schatz, der rum war. Und sie hat das Gefühl gehabt, ich will keinen Film über mich. Also wenn es geht, ich helfe euch mit im Hintergrund, aber es ist ihr wichtig gewesen, dass man das quasi für den Röbi macht. Der verdient das, dass man da irgendetwas kann machen. Und da hat sie ja gesagt dazu. Aber so Homestory-mässig oder so hat sie grosse Ablehnung gehabt. Jetzt muss man an dieser Stelle vielleicht noch schon sagen, eben am Röbi, seine Ehefrau heisst Heidi. Du heisst auch Heidi. Ja. Und hast zusammen mit dem Christian den Film gemacht. Genau. Richtig, vielleicht, dass man da kein Knuschen bekommt. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, eben den Röbi hat man auch gekannt. Ihr habt einander auch schon gekannt voran, in dem Fall. Wie war denn das gewesen?
Also wir leben in der gleichen Stadt, nicht am gleichen Ort gerade, er ist auf der anderen Seite, aber wir haben ihn in der Body und sie auch früher schon gesehen und sie ist seit Geburt behindert und das fällt einfach auch auf, wenn sie dann mit ihrem Velo kommt und dem Stock, also wir haben sie von weitem gekannt. Also sie hat eine Gehbehinderung. Mhm. Ja, und seit Geburt. Ja. Also das ist, mit dem ist sie aufgewachsen und mit dem ist sie so selbstverständlich immer umgegangen. Das ist auch sehr eindrücklich, dass sie nie ein Opfer war, mhm. sondern mit dem einfach ganz selbstverständlich umgegangen ist. Und dann haben wir einmal, ich weiss nicht mehr, vor 5 oder 10 Jahren sind wir mal bei ihnen zum Nacht eingeladen gewesen. Und mich hat das sehr beeindruckt, was die für eine gute Herzensbeziehung zueinander haben. Also einfach wie das Paar miteinander umgeht, das hat mich richtig gerührt. Genau, und ich meine, was er natürlich auch, das hat mich jetzt am meisten interessiert, er ist eigentlich so ein schräger Vogel. Und das hat man gemerkt, wenn man ihn gesehen hat auf der Straße und wie er dahergekommen ist. Und natürlich eben zusammen mit der Heidi, mit seiner Frau, das ist irgendwie so, dass das Unkonventionelle, auch Alternativen, natürlich auch so ein eine ähnliche Biografie wie ich auch. Er ist zwar 5 Jahre älter noch, oder ist als ich, aber so das Gefühl, man kommt aus dem gleichen Kuchen, aus dem gleichen Ecke, das ist wahrscheinlich schon auch wichtig gewesen, oder? Für uns, für mich, die Entscheidung, ich will einen Film machen über ihn. Mhm. Also wenn er jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, irgendein tief religiöser, fundamentalistischer Christ gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich... Wäre das Interesse auch nicht da gewesen, um das zu porträtieren. Genau. Ja. Genau. Ich finde ein sehr starkes und auch ein bisschen allgegenwärtiges Bild in diesem Film ist ja der Röbi, wie er da auf seinem Sofa sitzt, in seinem Wohnzimmer und immer wieder nimmt mal jemand Platz neben ihm. Das haben ihr auch oft dann filmisch festgehalten. Es kommen ganz viele verschiedene Menschen, Weggefährten und Gefährtinnen auf Besuch. Und am Ende hat man immer ein bisschen das Gefühl, dass der Röbi eigentlich die, die mit ihm besuchen, dass er die eigentlich tröstet. Also er hat immer für alles offenes Ohr, er lässt sich alle Probleme an und er lässt sich auch die Trauer an, die schon antizipiert dann da ist von diesen Leuten. Und er tröstet sie. Dabei ist doch er eigentlich der Krank. Ist das typisch für den Rücken? Also das finde ich etwas vom Genialsten in dem Film. Also er tröstet die Leute, die zu ihm kommen. Er muss sterben bald. Man könnte ja meinen, dass sie dann kommen und sagen, oh, du bist ein Armen und was ist los? Und hey, komm, ich nehme dich in Arm. Ja, und er muss dann, ja, es sind glaube ich etwa 3-4 Leute, die kommen und ja, allen muss er irgendwie, und das hat einfach damit zu tun, dass er irgendwie, er hat sich versöhnt mit dem Tod, in dem Sinn. Ich glaube, es hat noch einen anderen Grund. Er ist in seiner Arbeit mit der Randständigen ist er immer wieder unterwegs gewesen mit dem Thema. Also auch der Gedichtband, den wir jetzt noch rausgegeben haben, dort hat sie ein Gedicht drin vom Tod. Das ist aber nicht etwa jetzt erst entstanden, sondern das erste von denen ist, glaube ich, schon 1995 gewesen. Wo er etwas selber geschrieben hat. Wo er selber geschrieben hat und auch eben ganz viele Menschen begleitet hat in den Tod. Und auch im Sonnenbogen, wo er geschafft hat, haben sie immer ganz lang behalten. Sie haben nicht wollen, also der Röbi hat sehr Angst gehabt. Er war früher mal Krankenpfleger gewesen und hat das erlebt, wie die Leute gestorben sind im Spital. Und das war für ihn schrecklich gewesen. Einfach ein Zettel und in ein Kämmerli da und geschaut, wann ist genau die Todeszeit. Das war wichtig gewesen. Und alles andere nicht. Das war für ihn furchtbar gewesen. Und in seinem Sonnenbogen, wo er Leiter war, hat er eben dann wirklich wollen, dass die Leute möglichst lange dort bleiben können und gut betreut werden und haben auch Infusionen gemacht, obwohl sie haben wenig Leute hatten, die dort haben können arbeiten. Also finanziell war es auch dann gewesen, aber es ist wirklich eindrücklich, wie fest die dort füreinander geschaut haben und wie viel er begleitet hat. Das ist eben, muss man vielleicht auch noch schnell sagen, der Sonnenbogen oder eine Institution für vor allem Obdachlose, die dort können wohnen und leben können. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und viele von diesen Menschen sind auch suchterkrankt oder brauchen zum Teil irgendwo durch auch so ein bisschen ein Backup in medizinischer Hinsicht. Und der Röbi, ihm ist wichtig gewesen, dass die Leute dort auch sterben können, dass sie nicht vorgehen sterben quasi. Ja, und ja, es genau. Ist jetzt nicht mehr ganz so Obdachlose, sondern er hat ja dort 33, 35 Jahre gearbeitet, ist Leiter gewesen und hat dann auch ein Arbeits- und Wohnheim, nennt er das jetzt. Also ja. Vom Pfarrer Sieber her ist das Obdachlose, ist der Name gewesen für die Menschen, aber bei ihm sind dann einer, der im Film kommt, der ist 19 Jahre dort gewesen, mit dem Röbi zusammen, oder? Also es ist eine lange Geschichte und darum haben die dann dort auch wirklich ein Zuhause gefunden, oder? Das ist nicht mehr einfach ein Fussbus oder so etwas gewesen. Mhm.
jetzt während der ganzen Zeit, wo ihr den Röbi begleitet habt und auch die Heidi begleitet habt, was war das Schwierigste für euch? Es ist eigentlich alles so recht rund gelaufen, weil der Röbi ist einfach so offen gsi und bereit. Natürlich hat es manchmal Momente gegeben, wo man das Gefühl hat, jetzt will er lieber nicht. Also das hat es schon gegeben. Und dann haben wir selbstverständlich gefunden, ja, dann stellen wir die Kamera ab. Aber so im Austausch mit Röbi und Heidi hat es eigentlich nie gross irgendeinen Konflikt gegeben. Ja, oder? Es ist wirklich wunderbar gewesen, wie beide einfach so uns unterstützt haben. Und das Schönste war eigentlich, dass der Röbi so ein unglaubliches Vertrauen gehabt hat. Wir haben ja ganz viele Sachen gedreht. Also wir haben etwa 70 Stunden Film oder noch mehr. Und er hat nicht mögen alles immer schauen. Also wir haben immer wieder Sachen eigentlich mitgebracht, wo er hätte können anschauen. Und einmal haben wir es auch, zweimal haben wir es ein bisschen probiert. Es ist aber einfach schwierig gewesen, am Kompi da so lang sitzen oder stehen und schauen. Und dann haben sie mehr eigentlich fast nur Fotos noch angeschaut aus dem Film. Und einfach beide haben ein unglaubliches Vertrauen gehabt, dass wir das gut machen. Und es ist letztlich ist es eigentlich ein Viererprojekt geworden, wo wir zu vierten so eine Gemeinschaft geworden sind und immer wieder überlegt haben, was vom Röbi wäre jetzt noch spannend für den Film. Und er ist neumatürlich auch fast Regie gewesen mit uns zusammen. Also es hat, ja, willst du das sagen? Ja, ich meine, er ist eigentlich der geheime Regisseur gewesen im Hintergrund. Ich meine, er hat sich auch ganz bestimmte Sachen überlegt, oder? Beispielsweise gibt es die Stelle, wo er aus seinem Tagebuch vorliest, oder? Wo er schreibt, dass er sich im Spiegel anschaut. Mhm. Wir können sonst schnell reinlassen, wenn wir wollen. Ja, gern. Den hast du nämlich uns mitgebracht. Gern. Das Tagebuch. Und wenn ich denn in den Spiegel schaue, dann sehe ich da ein schmales, schiefes Gerippe, schlaffe Haut, gebückte Haltung, spindeldünne Arme und Beine. Der Gang ist unsicher. Ein Greis. Seit letzter Woche, wie geschrieben, Krafttraining. Tut gut, offenbar habe ich doch noch Muskeln, und die bedanken sich, indem sie mir Kraft zuflüstern. Warum fühle ich mich so jung, so unbeschwert vom Tod, so zugehörig dem Lächeln und der Zärtlichkeit? Ja, und ich meine, die Situation, wir haben dort gedreht, auf dem Sofa, seine Hausärztin, Claudia Landerer, wo ganz wichtig ist für ihn, Freundin und Hausärztin, sitzt neben ihm auf dem Sofa und er hat aber schon das Tagebuch parat gehabt. Also das heisst, ich will damit sagen, mit der Regie, also er hat genau gewusst, das ist etwas, was könnte wichtig sein. Und ich meine, wie er das beschreibt, wie er sich da anschaut im Spiegel, und ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen eine männliche Geschichte noch. Oder? Also, ich meine, ich sehe das bei mir auch. Ich bin jetzt 70 und man merkt langsam, wie eben, man wird irgendwie, alles wird ein bisschen schlapper und irgendwie ein bisschen runzliger. Und dass man sich dann da im Spiegel anschaut und das auch kann formulieren, dass das wirklich eben einfach irgendwie, und bei ihm ist es noch spezieller, weil er ist quasi am Sterbeprozess schon dran, oder? Und trotzdem, also, ja, das war ein Highlight gewesen, wo ich beim Drehen schon das Gefühl hatte, das kommt in den Film. Und er hat gewusst, was er macht, oder? Ja. Und ich meine, das ist der Röbi ist, der hat eine gewisse, das haben auch andere Leute auch schon gesagt, er hat etwas, er tut sich gerne selber auch darstellen. Und ich glaube, das ist eine Bedingung, dass du überhaupt, kannst ja sagen zu einem Film, dass du eine gewisse Lust hast, dich zu zeigen. Absolut. Ja, und der Gegensatz, wie er aussieht, wenn er im Spiegel schaut und wie er sich fühlt, das finde ich auch noch verrückt. Also es geht mir ja auch so. Ich fühle mich jünger, als wenn ich mich im Spiegel sehe. Aber er hat eben auch noch 20 Kilo abgenommen in der Zwischenzeit. Und
In selber Phase hat er dann mit dem Krafttraining auch wieder das Gefühl gehabt, ja, ich bin ja gar nicht mehr so schwach. Also die schwierigste Zeit war am Anfang gewesen. Um die Weihnachten hat er das Gefühl gehabt, er lebe noch ein paar Wochen oder so. Mhm. Es war dann ganz schlecht gewesen. Und dann hat er sich wieder ein bisschen erholt. Und dann mit dem Krafttraining ist das Gefühl von, wow, ja, und vielleicht irgendwann kommt manchmal auch die Frage, vielleicht passiert ein Wunder, oder? Also das ist natürlich auch immer in der Umgebung, mir rundherum oder auch seine Frau, man kann es nicht ausschliessen, oder? Dass es irgendwo dann doch der Krebs stehen bleibt und er nicht mehr abnimmt. Und das hat er ja dort auch gesagt. Und man darf, hat fast ein bisschen zugenommen, aber man darf dem noch nicht zu viel Gewicht beimessen. Also ich finde überhaupt, die Hoffnung, die schimmert schon auch immer wieder mal durch. Und die ist ja auch nicht, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches in dem Sinne. Auch wenn faktisch gesehen ist die Situation in dem Sinn sozusagen aussichtslos. Aber dass da immer wieder Hoffnung durchschimmert, ich finde, das hört man auch an anderen Stellen, in einer Szene zum Beispiel, wo er in Italien erzählt, wo man auch so ein bisschen seinen Ärger merkt, dass jetzt die er redet irgendwie darüber, wie müde dass er ist wegen dieser Erkrankung und wie fest ihn die Müdigkeit auch so vom Leben abhaltet. Und man merkt so ein bisschen, dass ihn das eigentlich ärgert. Und, oder man will eigentlich, auch wenn man den Tod akzeptiert hat, so interpretiere ich das ein bisschen, dann eben gleich einfach weiterleben. Das geht irgendwie auch gleichzeitig. Mhm. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ich glaube, ich habe es fast stärker von Heidi noch wahrgenommen, von seiner Frau. Dass sie tut das auch im Film formulieren, vielleicht passiert das Wunder. Wunder können auch wahr werden, oder? Ich meine, und das ist, glaube ich, von ihrer Stärke gewesen, bei ihm. Ich weiß nicht, was du findest. Also, ich habe das Gefühl, er hätte schon einfach relativ klar, es ist ihm klar gewesen, es geht nicht mehr so lange. Die Frage ist einfach, wie lange? Ist es noch ein Monat? Sind es noch 3 Monate? Aber, eben so richtig gedacht hat, vielleicht. Ja, ich meine, er hat ja einen Dialog geführt mit seinem Krebs. Mhm. Mit seinem Krebsli, oder? Mhm. Mhm. Und er schlägt seinem Krebsli einen Deal vor. Mhm. Und sagt, los, du könntest dich jetzt ein bisschen weniger essen, dann wirst du erwachsen. Du musst nicht immer mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Du kannst dann zufrieden sein mit ein bisschen und ich bin auch zufrieden und so könnten wir doch zusammen leben, oder? Mhm. Ja. Und das ist natürlich, was ist das anders als Hoffnung? Oder? Ja, um verhandeln, oder? Ja, aushandeln, für Hoffnung haben, dass es doch vielleicht noch ein bisschen länger geht. Mhm. Ich weiss nicht, wie du das empfunden hast. Hat er Hoffnung gehabt? Ich glaube, letztlich hat er gewusst, es ist eben eine Frage von der Zeit. Und das ist dann für Heidi natürlich schwieriger als für ihn, weil sie muss ja dann nachher mit dem umgehen können, oder? Und das hat er auch immer ganz fest sie in alles einbezogen und ist ganz wichtig gewesen, wie sie dann mit dem kann umgehen kann. Das hat ihn auch geschmerzt. Also sein Schmerz ist vielleicht grösser gewesen, dass er Heidi dann muss verlassen, oder? Das ist das, wo Veto hat. Mhm. Ich habe überhaupt gefunden, ich habe das Gefühl, man könnte diesen Film auch als Liebesfilm sehen. Es ist doch irgendwie ganz fest auch die Geschichte von dieser Liebe. Es hat so ganz berührende Szenen. Unterbrechen mich, wenn ich zu viel verrate. Nein, ist gut. Schneide dann gut. Wieder raus. Das ist gut, das ist schon gut. Wo der Röbi und seine Frau dort so schön tanzen, zu dem für immer auf die von Patent Ochsner. Und dort ist eigentlich wie schon klar, jetzt bleibt wirklich nicht mehr viel Zeit. Und die Verbundenheit zwischen denen, die dort so zum Vorschein kommt. Ich habe mich dann natürlich dort auch unweigerlich ein bisschen gefragt, wie schafft man es als Filmteam dann in so einem intimen Moment irgendwie dabei zu sein und doch nicht dabei zu sein? Ja, also dort hast du wahrscheinlich mehr Hemmungen, oder? Also, wobei, wenn zwei Menschen tanzen, dann ist es ja eigentlich noch schön. Also, das ist jetzt wahrscheinlich, hast du dich nicht wahnsinnig überwinden müssen, dort die Kamera anzustellen und dir zeigen, wie sie tanzen. Ich habe einfach Glück gehabt, dass ich gerade die Kamera so gerichtet habe, dass sie gerade noch drinnen liegt und sie nicht zuerst von oben runter waren. Das war im Ferienhaus in Italien, wo auch Kinder oben waren und so. Und das war nicht jetzt so ganz so intim gewesen, sondern sie sind beides lebenslustige Menschen. Und Heidi hat ja, wenn sie nicht behindert wäre Tanzen etwas ganz Wichtiges gewesen in ihrem Leben. Das sagt sie auch mal irgendwann im Film. Aber die Liebe, also das glaube ich, das ist schon etwas ganz Wesentliches in diesem Film. Die Dankbarkeit für die Beziehung, beide haben gefunden, sie haben
ja, das Grosse los miteinander, oder? Das ist so schön. Und die Dankbarkeit ist der Gegensatz zum Traurigsein oder Hadern mit dem, dass er jetzt dann stirbt. Da muss auch Heidi sich immer wieder sagen, ich habe es so lange so schön gehabt. Mhm. Oder wir haben es, sagen es miteinander, wir haben es so schön gehabt. Und darum haben sie das auch noch wollen in den letzten paar Monaten miteinander weiterführen und haben das auch wirklich versucht, miteinander schöne Momente zu haben. Mhm. Ja, und ich meine, sie sind natürlich, eben, man tut die grosse Liebe so vielleicht doch ein bisschen aufstilisieren, aber die haben sehr viel gekehrt, oder? Die haben miteinander gestritten. Das merkst du bis zum Schluss, oder? Wo sie irgendwie ihm sagt, ich manchmal bin ich hässig, weil du nicht einmal das Telefon abnimmst. Also das, glaube ich, ist genau das Rezept von ihrer Liebe gewesen, dass sie sich auch nicht verschont haben. Und manchmal sind wir so ein bisschen am Rand dabei gewesen, wo sie miteinander gekiefelt haben, oder? Also wo die Kamera nicht gelaufen ist. Also das, glaube ich, ist das Rezept von ihrer Beziehung, dass sie auch können streiten. Sie haben es dann auch gerade rausgelassen, oder? Wenn ja, gerade... ganz genau. Ja, das finde ich eben auch schon auch sehr berührend, oder? Das Gespräch, das sie gegen das Ende vom Film führen, wo sie eben auch diese Sachen noch besprechen, oder? Dass sie dann auch einfach manchmal auf den Wecker gegangen sind. Und sie reden aber dort auch wirklich über alles offen. Auch darüber, eben, dass sie Heidi dann ohne ihn muss weiterleben und die Ungewissheit, was kommt jetzt auch in dem Sterben auf uns zu, redet auch ihr beide miteinander manchmal über das Sterben? Also, der Film hat mich jetzt von ganz weit weg vom Tod, ich habe eigentlich in meiner Biografie noch nicht viel, ausser wo mein Vater vor 20 Jahren gestorben ist, habe ich wenig mit dem Tod nichts zu tun gehabt. Und durch den Film bin ich sehr auf das Thema aufmerksam geworden und habe dann auch, sage jetzt das Zufall, ich habe jetzt eigentlich in dem letzten Jahr wirklich viele Menschen, also 6 Leute sind in diese Situation gekommen, unter anderem 14 Tage vor dem Röbi ist meine Mutter gestorben. Und das ist, hat mit mir etwas gemacht, oder? Also ich habe quasi die Chance gehabt, durch den Film mit dem Röbi, mit dem Tod von meiner Mutter gefasster umzugehen. Sie war 93 und es war wirklich klar, sie steht nochmal an einem ganz anderen Ort als der Röbi. Aber mir hat das einen ganz guten Boden gegeben, um mit dem umzugehen. Und zu deinem eigenen Sterben hat es dir auch noch ein neues Verhältnis gegeben, oder? Da bin ich immer noch ein bisschen dran. Da muss ich immer noch, also das hat mir jetzt schon einfach eine Perspektive eröffnet, wie soll ich ja, mein Leben angehen, bis ich dann sterbe, oder? Und das weiss man ja nie so genau. Und auch, was ist dann, wenn einer von uns zwei stirbt? Also, dass die Situation, die Heidi und Röbi haben, das ist für mich jetzt schon etwas, was viel näher gekommen ist. Wie ist das bei dir? Ich meine, der Röbi ist schon für mich ein Vorbild geworden, wie er das handelt. Das ist wahnsinnig. Und ich meine, ich bin jetzt 70 und bin eigentlich gesund, aber ich habe natürlich immer mehr so ein bisschen Gebrechen, oder? Dann habe ich plötzlich so ein bisschen komisches Kopfweh oder irgendwie drückt es irgendwie in der Brust und dann habe ich das Gefühl, ja, vielleicht ist das irgendwie irgendetwas Böses, oder? Wo könnte ich zum Tod führen? Und ja, ich glaube, was ich, gut, das hat es vielleicht nicht nur mit dem Röbi zu, sondern auch mit mir, ich will eigentlich so schnell wie möglich sterben. Irgendwie so jahrelang, jahrzehntelang noch irgendjemand in einem Heim müssen vegetieren und mit den Schlarpen irgendwie, weißt du, das Zeug durchlaufen, so ein bisschen irgendwie so die Reha-Kliniker, oder? Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen vom Mann her, oder? Das glaube ich jetzt, dass Männer eher schneller finden, ja komm, dann gang ich. Ich habe ja ein gutes Leben gehabt, oder? Und ich glaube, das hat mir der Röbi ein bisschen näher gebracht, dass ich das Gefühl habe, ich kann gehen. Wenn was meinst du damit schnell? Also so plötzlich? Ja, am liebsten irgendeinen Herzinfarkt. Sicher. Ja, ich glaube. Nicht noch, wie jetzt eben Heidi und Röbi noch sich bewusst sind, okay, wir haben nur noch wenig Zeit, lass uns die noch irgendwie geniessen miteinander. Auf das wirst du dann verzichten. Ich glaube, das ist so ein Ego, eher ein bisschen Ego-Trieb. Mehr als der Röbi habe ich vielleicht ein bisschen mehr Ego. Also für Heidi wäre es sicher schlimmer, wenn ich einfach würde, von einem Tag auf den anderen, zack, weg, oder? Und für mich wäre es, glaube ich, am angenehmsten. Und das, wärst fein raus. Ich wäre fein raus. Genau. Und, einfach das
schwach und gebrechlich sein, das ist, glaube ich, für mich wirklich ein Problem. Dass ich dann auch auf Hilfe angewiesen wäre. Ich glaube, das ist es auch noch, oder? Ich bin, glaube ich, in meinem Leben zweimal im Spital gewesen und ich habe es fast nicht ausgehalten. Weißt du, dass ich gepflegt werde. Ich weiss nicht, sie hat mir nicht müssen das Füllchen putzen, aber irgendwie so, einfach, ich bin schwach. Und das, glaube ich, ist von dem Mann her vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu vertragen. Und wisst ihr so Sachen voneinander? Redet ihr über solches? Ich glaube, ja, das kenne ich gut. Ja. Haben wir auch so bestimmte Abmachungen? So, weißt du, wenn X, dann bitte Y und kannst du dann schauen, dass... Ja, also ich habe eine Patientenverfügung. Habe ich etwa 4 Jahre auf dem Pult gehabt, dass wir das Gefühl hatten, irgendwann müssten wir das machen. Und jetzt haben wir es gemacht in der Zwischenzeit. Also das Beispiel von Röbi und Heidi hat uns auch ein bisschen zu uns angeführt. Und auch zum Beispiel, der Christian, das Schlimmste wäre für ihn, wenn ich jetzt in einer Kirche würde eine Abdankung oder etwas machen. Oder das wäre ganz schlimm. Also, was für Lieder er dann da würde wählen oder wer da soll etwas reden oder sagen oder machen. Das ist dann sehr stark, auch jetzt im Zusammenhang mit dem Beispiel von Röbi und Heidi. Und ich habe jetzt eben ihr gesagt, los, ich möchte, dass die Tasche verstreut wird auf so einen Pass oben in den Berg. Mhm. 2900 Meter, oder? Nicht tiefer. Ich weiss genau, wie. Wenn die Leute mit den Sauerstoffflaschen auf, ist dir wurscht. Ja, es ist eigentlich ein bisschen daneben, oder? Und vor allem müsste dann die Heidi irgendwie dort aufnehmen, oder? Vielleicht, ist gleich. Also, weiss, ich bin das dann auch. Das wäre der Wunsch. Ja, das so. Ist so ein Aber Wunsch, das ist eine alte Geschichte. Das hast du jetzt nicht neu. Das kenne ich schon ewig. Und ich habe gesagt, jetzt mag ich dann nicht mehr auf den Orgelpass. Das ist für mich jetzt dann zu viel. Dann muss ich halt ein Kind schicken, oder? Genau. Oder wenn jetzt du wüsstest, es könnte auch sein, dass es nicht mehr der Orgelpass ist, sondern. Irgendwie der Pfäffikersee. Ah, Pfäffikersee, ja, okay. Das hat er mir schon zugestanden, dass ich etwas anderes könnte suchen, wenn es dann doch nicht mehr geht. Ich meine, die Abschiedsfeier übrigens vom Röbi. Das war auch irrsinnig. Das war für mich super. Das ist in der Kulturfabrik Wetziken. Das ist so ein alternativer Ort. Das ist so ein bisschen wie die Rotfabrik in Zürich. Und das ist alles einfach so normal gewesen. Und das habe ich super gefunden. Oder? Also man hat auch nach einzelnen Beiträgen hat man geklatscht. Oder? Und einzelne Leute haben geredet. Und ich meine, klatschen ist irgendwie so ein bisschen an der Grenze, oder? Wenn man in der Kirche ist vielleicht. Aber das war ja keine Kirche gewesen. Also es war einfach normal gewesen. Und es sind viele so alternative Leute gewesen. Und das ist für mich jetzt auch, um auf den Röbi zurückzukommen, oder auch für mich, wenn es irgendwie zu esoterisch wird und so zu abgehoben und fast ein bisschen heilig, dann habe ich schnell Mühe. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich es nicht so an mich herkommen lasse, vielleicht, oder? Und das habe ich einfach immer beim Röbi genossen, auch während dem Drehen. Dass er immer wieder zwischendrin hat er einfach irgendeinen trockenen Witz gemacht, oder? Obwohl er ja eigentlich ein Armen ist, hat er irgendeinen Witz gemacht und dann ist wieder das Ganze wieder irgendwie aufgelöst. Und gleich kommt er überhaupt nicht irgendwie abgeklärt über, oder? Sondern eigentlich als sehr ein sensibler Mensch. Ja, ja, stimmt. Aber das war eine Angst gewesen, die wir hatten, dass er vielleicht zu abgeklärt daherkommt, oder? Dass er fast so ein bisschen wie der Guru. Mhm. Wo dann die Leute aus dem Kino gehen und sagen, ja, also so gut wie der, würde ich das nie machen, oder? Und ich glaube, es ist uns gelungen, das so ein bisschen im Rahmen zu behalten. Er ist eben ein schräger Vogel, hat er gesagt. Er ist auch ein Mensch von der Gegensätze. Also er ist unglaublich, hat ein breites Spektrum, auch von einer gewissen Religiosität, die auch in diesen Gedichten zum Ausdruck kommt, aber wirklich auf eine ganz schräge Art auch, oder eine besondere Art. Und auch, wie er jetzt sich vorbereitet hat auf den Tod. Also er hat das selber auch, die Todesanzeige, hat er eigentlich selber alles geschrieben. Und auch die Abschiedsfeier, wer da etwas was sagt. Also das ist wirklich, da hat er geschaut, dass er wahrscheinlich seine Frau entlastet, dass da alles schon klar ist. Und er hat auch viele Geschichten geschrieben. Und dort ist leider noch kein Buch rausgekommen dazu. Aber ich wünsche es ihm, dass das auch noch ein bisschen unter Glück kommt. Die vielen Geschichten, die er dort erlebt hat, mit ganz interessanten, wunderbaren Leuten. Vielleicht können wir an dieser Stelle noch sagen, mit diesen Gedichten vom Röbi eben zum Sterben und zum Tod habt ihr auch noch ein Buch publiziert miteinander. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz vorstellen. Ja, also, wo wir fertig sind mit Schneiden, der Film eigentlich gestanden ist jetzt im Dezember, also genau ein Jahr später nach der Diagnose,
Dann haben wir mit der Verleiherin darüber geredet, ja, was machen wir mit diesen schönen Gedichten, die da vorkommen. Dann hat sie gefunden, man könnte die auch auflegen an der Premiere. Und ich habe dann da ein bisschen rumgehirnet, dass ich dann das Gefühl hatte, ich will nicht nur die 6 Gedichte, die wir im Film haben, sondern auch noch zusätzlich andere Sachen, die er gesagt hat. Oder auch aus dem Tagebuchauszug oder eben, was er im Sonnenbogen einfach Gedanken zu seinem Leben, wo ihn eigentlich ein bisschen mehr durchscheinen lässt. Und dann habe ich einfach zusammengesucht und Bilder aus dem Film genommen, schöne, die mir gefallen. Dort habe ich dann ein Büchlein mit 40 Gedichten und 40 Bildern zusammengestellt. Und das ist wirklich, haben wir jetzt rausgegeben, gepflegt als Begleitung zum Film, aber eigentlich auch kann man es auch brauchen, wenn Leute mit dem Thema sich befassen. Ja, heisst, komm durch die offene Tür. Genau. Du hast vorhin noch etwas gesagt, Christian, wo ich noch im Hinterkopf noch hängen geblieben bin. Du hast gesagt, ihr habt auch ein bisschen probiert zu schauen, dass der Röbi nicht allzu abgeklärt herkommt, sodass die Leute nicht aus dem Kino laufen und denken, ja, Jesus, so bringe ich das ja eh nie an. Wenn das jetzt gleich jemandem passiert, dass er findet, ja gut, das ist ja nett, aber hey, sorry, schaffe ich doch nicht. Was sagst du so jemandem? Das ist eine gute Frage. Also ich würde ihm sagen, ja, bei mir ist es wahrscheinlich auch so, dass ich jetzt wahrscheinlich muss sagen, ich schaffe das nicht so gut wie er, oder? Das ist eine gewisse Gefahr. Ich würde ihm dieser Person sagen, ja, probier's. Ich finde, er könnte eine Art des Vorbild sein, aber hankerum würde ich auch sagen, jede hat seinen eigenen Weg, schlussendlich zum Gehen. Und ich glaube, wie du gehst, hat sehr viel damit zu tun, wie du bist und was du für einen Charakter hast. Und es ist mir vorher noch in den Sinn gekommen, mein Vater ist gestorben, als ich 29 war, also sehr jung. Und ich konnte praktisch nichts irgendwie an Emotionen habe ich aufgebracht. Obwohl ich ihn sehr gern hatte. Also ich habe den Vater eigentlich geliebt. Und er hat mir viele Sachen, so klassische Musik und so weiter, hat er mir näher gebracht. Aber in dem Moment, ich bin voll irgendwie im Leben gestanden, ist gerade irgendwie Zürich brennt, 80er-Bewegung und so. Ich habe einfach gefunden, ich will nichts von dem. Oder auch Beerdigung nachher, oder? Da bin ich so, ich bin schon gegangen. Ich bin ja schliesslich sein Sohn gewesen, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Das ist alles so, Wie Weihnacht und Ostern und ich weiß nicht was. Also hat so nicht mit deiner Lebensrealität zu tun gehabt. Und das ist mir in den Sinn gekommen, wo du gefragt hast, wie ist es bei euch mit dem Tod. Und jetzt bin ich natürlich an einem ganz anderen Punkt, oder? Ja. Ich würde nur sagen, dass er mit der Art, wie er geschafft hat, hat er einfach einen grossen Vorsprung. Also ich oder der Röbi? Der Röbi, wie er mit der anständigen geschafft hat, die Persönlichkeiten, die er begegnet hat. Ich habe jetzt mit Kind geschafft, das Leben lang. Das ist eine andere Qualität, die ich dort entwickelt habe. Aber das ist etwas, wo er uns einfach uns gegenüber im Vorsprung hat. Mhm. Oder? Und da kann er auch dastehen für mich als Beispiel, wie man es machen kann, wenn man eben den Hintergrund hat. Oder? Und von dort her hilft es mir einfach, also bei meiner Mutter hat es mir einfach geholfen, dass ich auch ein bisschen eine Gelassenheit bekommen habe und das auch ein bisschen loslassen konnte und so gut begleitet, dass ich nachher eigentlich getröstet war, wo sie im Spital ist, sie gestorben, aber es war eine kurze Zeit, sie waren nur 9 Tage, wo sie da war und ich konnte aber das so gut begleiten, dass ich nachher tröstet und gut, ja, fast auch ein bisschen ein glückliches Gefühl gehabt, dass es so gelaufen ist und nicht anders. Und das hat ganz sicher mit dem zu tun, was ich jetzt vom Röbi gelernt habe. Das ist wie auch ein bisschen ein Werkzeug bekommen in die Hand, das du hast können in dem Moment einsetzen. Richtig, also einen Umgang finden damit. Ja, und das ist eigentlich unser grosses Geschenk, wo der Röbi oder Röbi und Heidi uns gemacht haben. Und wir haben dann mit dem Film die Hoffnung jetzt, dass wir das, was wir da empfangen bekommen haben, auch weitergeben können. Mhm. Oder den Leuten, die den Film dann schauen können. Mhm. Also, noch etwas. Für mich ist über den Röbi noch klarer geworden, dass du dann kannst sterben, wenn du das Gefühl hast, du hättest ein gutes Leben gehabt. Das ist extrem wichtig. Also für mich ist das wirklich wichtig.
dass ich das Gefühl habe, ich kann in meinem Leben können Schule geben. Nachher habe ich angefangen filmen. Dann sind wir mal zwischen ihnen auf einem Bauernhof gewesen und haben irgendwie Kühe gemolken und ich weiss nicht was alles. Also ich habe so viel verschiedenes Zeug gemacht und oft natürlich mit der Heidi. Also wir sind schon über, wie viel sind wir? 41 Jahre sind wir zusammen. Ja. Also wir haben viele so Projekte gehabt miteinander und ich glaube, das spielt eine Rolle. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann noch so, ich muss das unbedingt noch erleben. Das noch und unbedingt und vielleicht noch mal eine neue Frau, weißt du, eine junge. Irgendwie 40-Jährige oder nein, einfach so Zeug, dann hast du viel mehr noch das Gefühl, ja, du könntest weniger gehen. Weil noch nicht alles gelebt ist, was noch gelebt sein sollte, genau. Um können gehen, quasi. Genau. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, oder wenn du jetzt gerade sagst, ihr seid schon so lange zusammen, ihr habt schon so viel geteilt, ihr habt es, so wie es jetzt tönt, gell, ich will auch das nicht überstilisieren, aber so wie es jetzt tönt, ein erfülltes gemeinsames Leben gelebt bis jetzt. Wie stellt ihr euch dann, wenn ihr jetzt ein bisschen Gump macht in der Zeit, eure gemeinsamen letzten Tage vor? Ja, eben, wenn es gemeinsame gibt und er nicht einfach irgendwo von einem Tag auf der anderen stirbt, nein, dann hoffe ich schon, dass wir irgendwo noch schön Zeit haben miteinander, also schöne Orte auch. Er geht gerne in die Ferien und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt, gerade mit dem Film ist ja auch für uns jetzt wieder ein Zeitpunkt, wo wir uns überlegen, gibt es jetzt nicht doch mal ein bisschen mehr Ferien noch, dass wir etwas miteinander noch ein bisschen machen können. Und solange wir uns noch gut können bewegen können, gehen wir auch gerne miteinander gut Tennis spielen oder so Sachen. Oder in die Kultur natürlich selber gehen wir auch viel ins Kino und das geniessen wir jetzt auch bewusster durch die ganze Geschichte mit dem Röbi und der Heidi. Aber die letzten Tage, du hast ja gefragt, auch vielleicht die letzten Tage, die wir dann haben, das ist so schwierig zu sagen. Also, wir sind im Moment noch gesund und können viel machen. Wir haben einfach ein bisschen mehr Rückenweh am Morgen, wenn wir aufstehen und so, aber sonst ist eigentlich alles. Aber wie es dann wirklich die letzten Tage, das ist so schwierig. Wenn man sich das so vorstellt, dass die Mobilität einfach Stündchen. Nicht mehr noch so gross ist, ja. Sondern dass es so ein bisschen der Bewegungsradius schrumpft, vielleicht auch der Lebensradius einfach zusammenschrumpft, was ist dann noch wichtig? Vielleicht ist dann auch Literatur noch wichtiger, dass man dort halt dann innere Reisen macht und nicht einfach könnt. Wenn wir es nicht mehr schaffen, äußerlich, dann müssen wir halt auf solche Sachen gemeinsam. Also wir haben auch schon zusammen in der Ferien ein Buch gelesen von 800 Seiten. Oder? Das ist auch eine schöne Erfahrung miteinander. Mhm. Mhm. Und im Austausch sind wir wirklich, glaube ich, sehr viel im Verhältnis zu. Aber wir haben auch gestritten. Also ich meine, wir haben gestritten ziemlich intensiv beim Schneiden vom Film. Mhm. Immer wieder. Okay. Weil wir einfach verschiedene Vorstellungen gehabt haben. Das muss rein, das muss raus, ganz konkret. Und was waren denn so Konfliktlinien entlang denen, da der Streit entbrannt ist? Ja, also zwei Sachen, die jetzt nicht im Film sind, sind von mir. Er hat ja 20 Jahre Erfahrung mit Filmen und ich nur 2 oder 3. Und das habe ich immer wieder gebracht. Das Killer-Argument. Das Killer-Argument. Und eins war, dass der Röbi in seiner Biografie auch noch ganz spannendes Zeug erlebt hat. Ja. Zum Beispiel ist er in die RS gegangen, 3 Jahre weg und nachher als Pazifist und auch ein bisschen als Linke hat er Dienst verweigert. Hat er gefunden, er könne das nicht mehr mitmachen. Und dann war er dann mit einer anderen Frau noch geheiratet. Und die hat dann als erste Zivilperson vor einem Militärgericht eine Rede gehalten für ihn. Und trotzdem hat er aber ins Gefängnis müssen. Das hat nicht geholfen. Und dann war er im Gefängnis und als Krankenpfleger, Sozialarbeiter, hat er noch keine Stelle mehr bekommen im Staat. Und dann hat er ein Inserat gesehen vom Pfarrer Sieber, Mitmensch gesucht. Und für mich ist das eine Geschichte. Und hat dann auch die Stelle angetreten. Eben, die Heidi ist schon mit dem Pfarrer Sieber dort unterwegs gewesen. Und dann hat er die Stelle angetreten. Und das ist dann eigentlich, so ist sein Gleis auf die Schiene gekommen. Und du hättest die Geschichte gerne im Film gehabt. Und ich hätte die gerne irgendwo im Film gehabt. Und er hat gefunden, wir müssen uns auf den Tod oder auf die letzten 6 Monate. Kill your darlings. Kill your darlings, genau. Das kennen wir schon auch gut. Irgendwie, du hockst am Schnittplatz und musst das Zeug rausrühren. Ja. Oder? Das ist klar. Und dann fällt einem das schwer. Ja, und es ist natürlich schon eine Grundsatzfrage, machen wir einen Biografiefilm
über den Röbi, mit seinen ganz vielen verschiedenen Sachen, die er gemacht hat in seinem ganzen Leben, oder tun wir uns wirklich auf das Sterben konzentrieren? Und das ist immer so ein Streitpunkt gewesen, wie fest soll seine Bio noch reindrucken oder reinspielen und wie wenig, genau. Mhm. Ja, oder auch das mit dem behinderten Bruder ist etwas gewesen, ja, dass er schon ganz früh einfach gelernt hat, umgehen mit Menschen, die nicht ganz dem Durchschnitt entsprechen. Also, dass die Fähigkeit er schon ganz früh mitgebracht hat. Und ihm hat vielleicht auch so, dass das Vulnerable, dass vielleicht angewiesen sie auf Begleitung, angewiesen sie auf Hilfe, nicht ganz so fremd gewesen ist wie möglicherweise anderen. Ja. Also das genau. Ist auch so etwas, was antönt ein bisschen in deiner Vorstellung vom Sterben, oder dass einem das so ein bisschen, Und wo Heidi natürlich mich immer wieder ein bisschen korrigiert hat, da bin ich auch sehr froh. Ich habe wahrscheinlich stärker den Hang so ein bisschen zum pathetisch-kitschigen im Film, oder? Also Bachmusik, und dann kommt eben dann doch so ein Bang, Tadam und so. Und dort hat sie immer so ein bisschen gefunden, pass auf, nicht zu viel, so Geschwurbel, oder? Das wäre dann Geschwurbel irgendwie. Oder ein Gedicht von ihm. Könnte man jetzt auch sagen, man könnte noch zwei, drei weniger nehmen oder mehr. Also dort, das ist irgendwie so auch ein Streitpunkt gewesen zum Teil. Wie fest sollen wir schwurbeln. Aber ihr habt euch eigentlich ganz gut austariert, haben gegenseitig ein bisschen korrigierend gewirkt in dem Fall. Ich habe fest müssen kämpfen, weil er ist ein stur. Ja, weißt du, ich habe natürlich auch viel mehr Erfahrung als du. Ja, genau. Du. Ja. Also, aber ich bin auch stur. Muss man ja. Aber wie man sieht, wir sind immer noch harmonisch zusammen. Ja, also immer wieder, ja. So schön. Okay. Mich hat noch etwas hat mich ganz fest reingezogen in diesem Film. Auch ein bisschen halt, weil es bei mir immer ums Reden über Sterben geht. Und wie finde ich Möglichkeiten zum Reden über Sterben, dass wir nochmal schnell auf das zurückkommen können. Du hast nochmal ihr habt nochmal einen O-Ton mitgebracht, wo es darum geht, wie der René mit einem Freund. Der Röbi meint mit dem René. Das ist der Röbi, der mit dem René auf dem Sofa sitzt. Genau. Das ist ein Freund von ihm. Genau, mit dem René Bucher redet er über das Sterben. Und das klingt so. Du redest nicht von Krebs. Du lebst liebevoll von Krebs. Und ich weiss auch nicht, wie man das kann. Ja. Vom Krebs reden. Ja. Und das ist typisch Röbi. Ah ja, findest du? Ja. Ja, ich rede auch mit dem Krebsli. Ich rede auch mit dem Bruder Tod. Ja. Ich habe da ziemlich so personale Verhältnisse. Und das ist auch, weißt du, auf der einen Seite tönt das so ein bisschen naiv oder lächerlich. Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist das meine Möglichkeit, da in eine Auseinandersetzung zu treten. Ja. Und das ist nicht nur einfach, ich schnurre und bilde mir etwas ein, sondern ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich ein Dialog. Genau, also das heisst, der Röbi findet eigentlich die Form von einer Personalisierung, sowohl von seiner Krankheit als auch vom Tod. Und das sogar dann zum Teil ein bisschen in einer Verkleinerungsform beim Krebsli jetzt. Oder indem er dem Tod Bruder Tod sagt, nimmt er ihn ganz nahe zu sich her, ja, zum können darüber reden. Ich meine, dass er sagt, der Tod hat warme Hände, sagt er, ich glaube, das ist im Film nicht drin, aber das hat er gesagt, Bruder Tod, das sind alles ich will sagen, das sind Möglichkeiten, um das Ganze irgendwie erträglicher zu machen. Das sind, er sagt es ja auch, er hat personale Verhältnisse, das sind eigentlich eine Art wie so ein bisschen Stützen für ihn. Und es ist wahnsinnig spannend, wie er quasi da den Dialog führt. Ich meine, es ist schlussendlich wahrscheinlich, musst dann doch irgendwie, vielleicht hat er doch kalte Hände, der Tod. Ich weiß, also ich bin jetzt nicht so sicher, dass er so ein ganz Lieben ist, der dann kommt und mich an der Hand nimmt und sagt, komm jetzt, Christian, es ist Zeit. Und ich sage, liebe Tod und so. Das weiß ich nicht. Aber der Röbi hat das geschafft, scheinbar. Aber er hat auch dort gesagt, dass mit den kalten Händen tot hat. Nicht nur warme Hände, also wenn man jetzt Hitler-Deutschland anschaut, das hat er selber gesagt. Dann auch. Also er lebt in diesen Gegensätzen, oder? Und kann das alles nebeneinander stehen lassen. Vielleicht hat er einfach die Möglichkeit gehabt, in die Akzeptanz hineinzugehen, oder? Dass der Tod sowieso kommt. Und eine Versöhnung auch neu mit durch, ja. Mhm, ja. Genau, was jetzt eben in einem anderen Kontext manchmal wirklich einfach nicht möglich ist. Und dann
Und dann ist es, muss man es auch nicht beschönigen, genau. Ja, ja, das finde ich sehr schön. Hat mich auch sehr fasziniert, wie der Röbi über Schmerzen redet, oder? Wo er irgendwie schreibt, kann ich noch ich sein mit so einem bohrenden Schmerz in mir rein? Spricht dort auch ein bisschen an, was Schmerz mit uns als Menschen kann anrichten. Ist das etwas, wo euch auch manchmal im Kopf umgeht? Wie ist denn das, wenn ich dann am Lebensende bin und Schmerzen habe? Also für mich ist das ganz eindrücklich gewesen in dem letzten Gespräch mit seiner Frau, wie er da einfach auch gesagt hat, irgendwann entschuldigend ein bisschen, wenn es so fest wehtut und ich so Atemnot habe und es mir so schlecht geht, dann will ich einfach nicht mehr leben, oder? Also das habe ich dann auch bei meiner Mutter gemerkt, dass ich das kann akzeptieren, wo sie gesagt hat, so hilflos hast du mich noch nie gesehen, oder? Sie steht mit einem gebrochenen Rücken und Blasenentzündung und so im Spital gelegt. Das habe ich dann gespürt, da ist etwas dahinter, das muss ich akzeptieren, oder? Das ist so. Und das ist beim Röbi auch so gewesen. Und ich glaube, das gibt auch der Heidi Kraft, mit dem umzugehen. Dass es wirklich für ihn richtig war, dass er jetzt auch hat können gehen. Wie geht es übrigens der Heidi heute? Ich glaube, es geht ihr gut. Sie ist irgendwie, ich meine, sie ist als Person so unglaublich stark, oder? Und natürlich, sie sagt immer wieder, wenn man sie sieht, oh, der fehlt mir und der kommt nie mehr zurück, nie mehr und so. Und der Röbeli ist immer noch das Größte für mich. Aber ich glaube, die schafft es. Die ist allein jetzt in dem Haus. Ist ja gehbehindert, dass sie dann muss alleine das Zeug alles machen muss. Das ist auch verrückt, oder? Der Röbi hat ihr sehr viel geholfen früher. Er hat sie umgeschoben im Rollstuhl. Und irgendwann hat es gekippt. Mhm. Und sie hat ihn, nein, nicht gerade umgeschoben im Rollstuhl, aber einfach irgendwie, sie hat ihm müssen helfen und ja. Ihn, genau. Ja, vor allem hat sie müssen lernen, umgehen ohne seine Hilfe. Also, wenn er dann krank war im Haus, wo zwei Stück hat, da hat er ihr nicht mehr helfen, oder? Und sie ihm auch nicht fest. Und darum ist das eben auch ein bisschen für sie auch klar gewesen, dass er irgendwann dann halt gehen will. Und es ist ihm, er hat immer gesagt, er will in einer klaren Stunde gehen im Familienkreis. Das ist für ihn immer ein Gedicht. Also, komm durch die offene Tür. Da hat es ein Gedicht drin, wo er das beschreibt. Und ich glaube, das ist ihm wichtig. Nicht wie jetzt der Christian, der einfach gerne mit, bei einem Unfall oder irgendwo abhauen. Für sich allein. was mich noch würde wundern, wenn ihr so auch nochmal über euch selber und euer Leben und euer Sterben nachdenkt, was bleibt, wenn ihr mal weg sind von dieser Welt? Was bleibt von euch? Ja, also, meine Filme, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es dann noch irgendjemand schaut, in 10 Jahren oder 20, aber das ist wahrscheinlich, oder das, was wir gemacht haben mit unseren Kindern, also unseren eigenen Kindern, aber auch unseren ganz vielen Schulkindern, wo wir Sachen mit denen gemacht haben, wo die jetzt noch irgendwie drüber reden, wenn wir einen sehen, die sind jetzt auch schon irgendwie 30, 40 und was sagen, oh, dort, haben wir die Wanderung gemacht oder ich weiß nicht was, das, vielleicht bleibt das. In der Erinnerung von diesen Menschen. Ja, genau. Ja, das geht mir auch fest so, dass ich das Gefühl habe, die vielen Schulkinder, die ich Beziehungen gehabt habe, zu ihnen, dass dort das weiterlebt, was mir eigentlich wichtig ist. Und das Leben, das ist vor allem mit den Kindern oder mit im Beziehungsumfeld, mit dem, was wir geschaffen haben. Mhm. Du hast vorher noch eine Frage gestellt, jetzt ist mir wieder in den Sinn gekommen. Also, was für mich persönlich, wenn ich jetzt wirklich immer krank wäre, ganz wichtig ist, dass ich, wegen dem Schmerz, dass ich keine Schmerzen habe, möglichst. Und das gibt ja heute wirklich auch Medis. Und die hat übrigens auch der Röbi gehabt. Relativ auch harte Medis, oder? Irgendwie Morphium und so Sachen. Also, er ist palliativ gut begleitet. Ja, ganz genau. Und das wäre, glaube ich, für mich eine ganz wichtige Bedingung, dass ich irgendwie gut eingestellt wäre, dass ich nicht muss, weil Schmerzen finde ich furchtbar. Oder? Und ich würde sagen, das darf man heute auch einfordern. Gell? Ihr habt auch Glück in der Region, wo ihr wohnt, gell? Sind ihr auch wirklich gut versorgt mit mobiler Palliativcare? Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Und das Einfordern ist wichtig. Ja. Und das hat der Röbi auch gut gemacht. Ja. Also das hat er wirklich gut können, auch mit diesen Schmerzmitteln einstellen. Da hat er immer die Möglichkeit gehabt, dass, wenn es nicht geklappt hat, dass er wieder hat können, neu das einstellen. Das ist doch ein hoffnungsvoller Ausblick,
dass wir vor Schmerzen vielleicht gar nicht so viel Angst haben müssen, wie wir meinen. Ich wünsche euch, dass ihr noch ganz viele super gesunde, aktive Jahre könnt haben, die ihr miteinander könnt geniessen könnt. Ich danke euch für eure Arbeit, für das, was ihr auch hinterlässt auf dieser Welt irgendwann und für das schöne Gespräch. Merci. Ja, danke auch für deine einfühlsame Befragung von uns. Wie bei der Polizeibefragung. Nein, das tut böse. Nein, es ist ein Gespräch. Ja. Danke vielmals, hat mich mega gefreut. Wie der Röbi tatsächlich gegangen ist, das kannst du im Film «Röbi geht» sehen. Mich hat er sehr berührt, der Film. Und ich empfehle euch gerne, geht ihn doch schauen. Es würde mich und auch Christian und Heidi freuen, wenn der Film euch einen Anlass gibt, um wieder mal miteinander über das Sterben zu reden. Weil es ist wichtig und es erleichtert. «Röbi geht» läuft ab dem 11. Mai regulär im Kino. Die Premiere findet schon ab dem 6. Mai an ganz verschiedenen Orten statt. Die erste zum Beispiel am 6. Mai in Zwetzigen, wo der Röbi gelebt hat. Am 15. Mai feiert er in Zürich im Landskino Le Paris Premiere. Unter www.röbigeht.ch findest du alle Premierendaten und Spielorte in der ganzen Schweiz. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich freue mich immer wieder über Meinungen, Gedanken und Inputs. Wenn dir etwas unter den Nägeln brennt zum Thema Sterben, dann schreib mir doch auf podcast@ibello.ch oder via Facebook oder Instagram. Und wenn du gerne auf dem Laufenden bleibst und auch mal etwas von hinter den Kulissen magst erfahren, dann abonniere doch den Newsletter unter www.dasletztestündchen.ch. Alle Links, die hier erwähnt sind, findest du auch in den Shownotes zu dieser Folge. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.